Berechne die Fallbeschleunigung auf dem Planet Merkur, wenn du weißt, dass dort eine Masse von 10 kg der Gewichtskraft von 37 Newton entspricht. Die Angaben sind, die Masse klein m beträgt 10 kg und die Gewichtskraft groß G beträgt 37 Newton. Gefragt wird die Fallbeschleunigung klein g auf Merkur, die wir ausdrücken in Meter pro Quadratsekunde. Und um sie herauszufinden, nutzen wir die Formel vom freien Fall. Legen wir los. Groß G gleich m mal klein g auf Merkur. Daraus schließen wir, dass die Fallbeschleunigung auf Merkur gleich ist zu groß G geteilt durch m, also 37 geteilt durch 10, das heißt 3,7 Meter pro Quadratsekunde. Und das ist auch schon die Endantwort zu dieser Übung. Die Fallbeschleunigung auf Merkur beträgt 3,7 Meter pro Quadratsekunde.